wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Zehnter. Ja, träum mal weiter, Mädel. Träum mal weiter. Such dir mal einen neuen Job. Zehnter werden wir garantiert nicht. Wir sagen mal, wir werden 17. Ich glaube, das ist realistischer. Also, wir lassen sie aber mal träumen. Ja, das ist ganz wichtig, dass Menschen Träume haben. Immer die Frage, wie lange ich streame. Leute, bis zum Formel 1 Qualifying eigentlich, ne? Also die Fahrer und ihre Wagen stehen bereit und sie sind hoffentlich gespannt auf das Qualifying, das hier in Bahrain gleich losgehen wird. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Ja. In dieser Session musst du nicht bis ans Limit gehen. Unser Tempo sollte locker reichen, um die Quali zu schaffen. Ja, den Optimismus teile ich im Übrigen nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, wir fliegen raus. Aber gut, wir lassen die, wie gesagt, träumen. Man muss Träume haben im Leben, ganz wichtig. Tja, wir dürfen hier nichts mehr verändern. Vielleicht hätte ich das Training doch noch nutzen sollen, man weiß es nicht. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Wir lassen das jetzt einfach so, was soll's. Wir werden sicherlich zwei Versuche brauchen. Wir spulen mal einmal vor und dann wollen wir mal die erste Zeit machen. Es sind nur ein paar Fahrer auf der Strecke, das sollten wir vielleicht nutzen. So, Hülkenberg schauen wir jetzt mal zu. So, Hülkenberg fährt hier. 318. Die Kamera, wollte ich gerade sagen, wechselt gar nicht. Sekunden in Sektor 1. Dann wären wir auf Augenhöhe zumindest im Sektor 1. Zweiten Sektor schauen wir gleich mal. Erinnert mich so ein bisschen an Red Bull, die Situation, die es gestern im freien Training gab. Für alle, die es geschaut haben oder gelesen haben. Kann ich gleich mal drauf eingehen. Also 30 Sekunden im ersten Sektor. Dann eine Minute 10,0. Also 30 und dann 1,10. Und dann kommt die Endzeit. Ja, Red Bull gestern, Sie wissen, Sie haben jetzt in Spa, Belgien findet jetzt statt. Haben da keine Chance. Und haben Max Verstappen mit so viel Abtrieb wie irgendwie möglich fahren lassen. Und Daniel Ricciardo mit so wenig wie irgendwie möglich. War sehr interessant und ja, 1,33. Also wie gesagt, wir müssten jetzt auch mal rausfahren. Wir gucken, haben wir frische Reifen drauf. Also da haben sie auch sehr rumexperimentiert. Einfach, weil sie wissen, sie haben eh keine Chance. Ja, so weiß ich das natürlich auch. Aber ich kann nicht experimentieren. Ich muss jetzt einfach fahren. Und mehr gibt's da nicht zu sagen. Jetzt zählt's. Oh, wir haben jemanden vor uns. Natürlich. Wehrlein. Da kommen noch zwei Autos und dann haben wir eine Riesenlücke. Ja gut, Vettel und so, da brauchen wir uns keinen Kopf machen. 10 Runden Benzin, sind die bescheuert. Die haben mir für 10 Runden Benzin gegeben. Fürs Qualifying. Okay, wahrscheinlich hätte ich sie umstellen müssen. Na gut, das wird erklären, wenn wir hier nicht weiterkommen.
Unser Topspeed in etwa so wie bei Hülkenberg. Plus minus ein bisschen was. 30-0 war sein erster Sektor. Wir haben einen der Gänge verloren. Das Getriebe ist stark beschädigt. Uns fehlt ein Gang. Ja gut, dann war es das eh. Dann war es das eh. Dann starten wir ganz hinten. Also ohne diesen Gang werde ich definitiv nicht fahren können. Ja, es kostet definitiv eine Menge Zeit. Oh, sowas jetzt auch noch. Gut, ich weiß nicht, Getriebe werden wir niemals wechseln können jetzt. Jetzt müssen wir damit leben. Oh, das ist ja auch ärgerlich. Was passiert hier denn? Wer gewinnt morgen? Ich bin mir nicht sicher. Ich tippe mal auf Vettel. Ich weiß nicht warum, war langsamer, aber die Longruns gestern von ihm sahen übrigens mega aus. Gut, wir können nichts machen. Wir müssen Getriebe wechseln. Das wird natürlich im Qualifying nicht mehr klappen. Das ist klar. Letztendlich ist es, wie gesagt, kaputt. Ich hätte gedacht, dass 56% Abnutzung sollte ja wohl eigentlich noch reichen, aber das Spiel sieht das irgendwie anders. Ich weiß nicht warum. Wir sind auf dem Temporadar. 316,9 Kilometer pro Stunde. Ja, ich kann halt nichts machen. Dann können wir noch im Endeffekt alles andere tauschen, oder? Wobei ich echt sage, wir riskieren das andere. Komm, wir haben echt nichts zu verlieren in den Rennen. Wir werden ganz hinten starten. Es ist eh egal. Wir können auch mit den kaputten Zeugs fahren. Wir konzentrieren uns lieber aufs nächste Rennen. Da ist es dann ein bisschen wichtiger, dass wir da konkurrenzfähig sind. Beziehungsweise kann ich hier nicht... Oh. Ja, unser Teamkollege... Ja, ist zumindest weiter. Wir durften nicht mal fahren. Das ist schlecht fürs direkte Duell natürlich, muss man ganz klar sagen. Da haben wir jetzt einen doppelten Nachteil. Aber wir kriegen es hin. Das Rennen, alles ist offen. Im Rennen war ich bis jetzt immer ein bisschen stärker. Wobei bis jetzt auch immer Regen ins Spiel war. Ich habe Escape gedrückt. Entschuldigung, wir müssen wieder reinladen. Das ist manchmal ein bisschen doof. Aber das geht ja schnell zum Glück. Ja, dann auf ein neues. So, jetzt geht's los mit den Rennen. Tja, ich tausche nichts weiter aus. Wir riskieren es einfach. Ja, da haben wir nicht viel Punkte gekriegt. Das sieht natürlich auch schlecht aus. Ist ja logisch. Tja, und hier verlieren wir Ansehen. Das sieht auch schlecht aus. Ja, was auch immer das Ziel ist, ich werde es nicht erreichen können unter normalen Umständen. Emma hier. Ich wollte dir nur schnell sagen, was sich das Team im Rennen erhofft. Platz 13. Lass mal die mal träumen. Das ist okay. Man muss träumen dürfen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal zum Rennen. Und haben wir noch irgendwelche Komponenten, die... Oh, ich bin mir nicht so sicher. 74%, das sollte ja wohl noch reichen. Der Verbrennungsmotor, das sollte alles noch reichen eigentlich. Wie gesagt, wir müssten natürlich am Ende so schonend wie irgendwie möglich über die Runden kommen, um nicht eine Strafe nach der anderen zu riskieren. Wir versuchen es. Was haben wir zu verlieren? Außerdem eine gute Rennleistung und natürlich Konstanz.
Und etwas Glück, würde ich sagen. Das ist eine dieser Strecken, auf der die Safety-Car-Phase immer im richtigen Moment zu beginnen scheint, sodass sich das Feld zusammenschiebt und die Strategie über die Platzierung der Autos entscheidet. Die Bremsen werden enorm beansprucht, du brauchst relativ viel Benzin und die beste Überholmöglichkeit bietet sich in Kurve 1, wo du deinen Gegner ausbremsen und dich auf ein Hickhack einlassen kannst. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Ricciardo, Kimi Räikkönen und Verstappen. Massa, Stroll, Ocon und Kevin Magnussen. Quert, Sainz Jr., Sergio Perez und Hülkenberg. Grosjean, Van Dorn. Fernando Alonso und Pascal Wehrlein. Ericsson und ein Renault vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Sei vorsichtig auf der Strecke bis Kurve 1. Falls wir sie zu schnell nehmen, wirft es uns aus dem Rennen. Fahr vorsichtig. Wir wollen nicht schon nach der ersten Kurve Feierabend machen. Nicht. Ich hätte gedacht. Es kam gerade noch die Frage ein, ich wollte jetzt nicht reden während des Ladebildschirms, ob wir die normale Edition, die Standard-Edition oder die Spezialedition haben. Lieber Forstex, wir haben die Spezialedition. Ja, okay. Die Info war jetzt nicht wichtig. Jetzt müssen wir mal gucken. Es macht gar nicht so sehr den großen Unterschied. Ich bin mir nicht sicher, welche ich nehmen soll. Ich bin da sehr unentschlossen. Tendiere aber so ein bisschen hierhin. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß es nicht. Wir müssen es rausfinden. Ich habe keine Ahnung. Das kennt ihr ja schon. Der Typ hat einfach von nichts eine Ahnung. Gut, ich würde sagen, so wie es ist und wir düsen los. Rennen starten in die Einführungsrunde. Es passiert nichts. Drücke Enter zum Start. Ich würde sagen, wir haben einen Bug entdeckt. Der Kameramann, wir sind gerade im Fernsehen, da steht der Medientyp, wir winken mal alle in die Kamera. Hallo, hallo. Wir haben einen Bug. Ich minimiere mal das Spiel und maximiere. Hoffe, dass das dann hilft. Ich weiß es gar nicht. Der Bildschirm ist weiß. Ah ja, okay. Dann geht's. Das war kein guter Start. Nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Besser nicht. Ah, jetzt geht hier auch wieder das Plus- und Minus-Taste, die ich eingerichtet habe. Erstmal machen wir Minus kurz vor dem Start, machen wir dann natürlich auf Dreier gemischt. Wir müssen ja möglichst viele Plätze jetzt am Anfang einholen. Immer ein Problem mit der Hitze natürlich, klar. 94 Grad Motortemperatur, ich glaube, das ist völlig untertrieben. Der dürfte mehrere hundert Grad haben. Keine Ahnung, wo da am Motor der Sensor ist. Ja, die Bremsen, man sieht, sie werden sofort orange, also das ist schon, das wird eine Belastung werden für die Bremsen. So, und jetzt heißt es Concentration. Jetzt geht es auf die Startaufstellung. Hier noch einmal rum, dann kommt noch eine kurze Gerade und ich denke, da wird der Computer aber gleich übernehmen. Ja, ich
hatte jetzt zwar überholt, aber ist egal. Ich will die Reifen mal auf Temperatur haben, damit wir hier gut wegkommen. Ja, sehr schön. Der liebe Eriksen. Ja, die Zeit vergeht schnell. Hat jemand geschrieben, wir sind schon eine Stunde auf Sendung. Ja, Stunde 17 sogar, Stunde 18 oder so. So, jetzt Konzentration. So, jetzt heißt es Angriff. Einen haben wir schon mal geholt. Dann haben wir das Rennen schon gewonnen. Nein, natürlich nicht. So, machen hier ein bisschen Harakiri. Und jetzt haben wir schon eine Frontflügelbeschädigung. Okay, die Beschädigung ist zu groß. Ich wollte gerade sagen, damit müssen wir leben. Aber das war dann doch zu viel. Oh, neben uns ist jemand. Das war regelwidrig. Lass dich wieder um einen Platz zurückfallen. Ich habe eine Kollision verursacht. Vettel hat sich gedreht. Hä, wo ist denn Verstappen? Ich kann ihm die gar nicht wiedergeben, der ist weg. So, dann haben wir alles geklärt. So, und jetzt können wir mal gucken, was da genau passiert ist. Das ist natürlich gar nicht so uninteressant. Ach, wir sehen es gar nicht. Vettel steht da schon. Okay, dann ist es eh egal. Jetzt heißt es einfach nur mithalten. Wir sind in den Punkten. Das ist natürlich unrealistisch. Unser Wagen ist doch ein bisschen zu langsam. Das Motorengemisch ist momentan extrem hoch. Das wird der Motor natürlich nicht lange mitmachen. Plötzlich haben wir vielleicht doch Punktemöglichkeiten. Das mag man ja gar nicht glauben. Wir können dieses Anfangschaos, was wir jetzt immer noch haben, die ersten ein, zwei Runden, vielleicht ja auch noch für uns nutzen. Ah, wir haben ein bisschen angelehnt. War grenzwertig, aber ich denke noch gerade so okay. Ja, Lance Stroll hält auch Masse auf. Okay, das ist ein guter Beginn. Weiter so. Wir haben 13 Plätze gewonnen in einer Runde. Das ist ein mega Beginn. Ja, der Verbrennungsmotor macht langsam aber auch Probleme. Ja, das Rennen ist lang. Das heißt, wir werden da definitiv auch noch schonender fahren müssen. Also in einer Runde 18% Reifenabrieb ist schon krass. Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Seid ihr bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden? Ja, das ist okay. Damit müssen wir leben. Das Ziel sollte sein, irgendwo ins Ziel zu kommen und möglichst in die Punkten, aber das wird schwer. Das kann man jetzt schon sagen. Also wir werden niemals die Rundenzeiten erreichen oder die Runden. Wir sollen bis Runde 7 draußen bleiben, das werden wir gar nicht schaffen. Fette Mischung nicht verfügbar. Ja, ich brauche sie auch nicht. Das sind halt diese Verschleißerscheinungen. So, wir gucken mal Runde 2, wie es da aussieht. Niedrig zu halten. Frühes Hochschalten, spätes Runterschalten.
Naja gut, er schaltet sie automatisch, da habe ich natürlich keinen Einfluss drauf. Wie gesagt, wir können jetzt nur hoffen, dass es halt reicht. Mehr können wir nicht machen. Das dritte Rennen und wir haben schon solche Probleme. Also das ist ein bisschen übertrieben. Okay, die Abnutzung am MGUH hat einen kritischen Punkt erreicht. Wenn der Motor überhitzt, haben wir ein Problem. Also behalte die Temperaturen im Auge. Auch das noch. Wir haben ja nicht genügend Probleme. 110 Grad, alles noch im grünen Bereich. Ja, ich hätte gedacht, 100% heißt Ausfall, aber scheinbar ist es eben nicht ganz so. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir uns bis zur Runde 7 irgendwie schleifen. Wie gesagt, letztendlich werden wir die nicht lange hinter uns halten können. Und die kriegen jetzt DRS auch noch. Immer noch nicht. Eigentlich müsste DRS an sein. Habe ich zumindest keine Meldung bekommen. Zumindest habe ich es vergessen, wenn oder nicht beachtet. Ja, der ist, wie gesagt, die sind viel schneller. Wir hier mit unserem beschädigten Renault. Dritte Mischung verfügbar. Das Problem könnte allerdings wieder auftauchen. Okay. Druck hinten, also ich halte aber auch alle auf, einfach komplett alle. Läuft. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Okay, die haben DRS an. Geht in Ordnung. Ja, wir versuchen schon unser Programm durchzuziehen. Das sehe ich als einzige Chance überhaupt hier irgendetwas zu reißen. Beträgt 4,8 Sekunden. Und eins ist klar, so ohne Safety Car oder dergleichen ist das Ding eh unmöglich in den Punkten zu beenden. Aber das war uns ja von vornherein klar oder sollte klar sein. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nicht immer darum, Punkte zu holen, sondern ja, auch vielleicht einfach mal gute Rennen abzuliefern. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 2,7 Sekunden. Hat er gut gemacht, der Kwiat. Dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Ist sogar noch innen reingezogen, habe ich gar nicht gerechnet. Schaut mal, wie viel schneller die sind. Dafür haben wir nächstes Rennen dann völlig neue Komponenten, so kann man es auch sehen. Und dann können wir wieder aufdrehen. Und ergattert uns dann wieder ein paar Pünktchen. So müssen wir, glaube ich, denken. Ich glaube, anders kriegen wir das nicht geregelt und gemanagt. Wir denken, dass unser Energiespeicher an Kapazität verliert. Stell die Mischung fetter ein, um die Belastung zu reduzieren. Okay. Ich kann nichts fetter einstellen, da habe ich andere Probleme. Ja, es wird ein sehr hartes Rennen. Aber auch sehr interessant, das kann man auch sagen. Oh je, die Sachen werden immer dunkler. Gleich weg, keinen Windschatten geben, aber man sieht's, der fährt jetzt so schon vorbei. Der braucht gar keinen Windschatten. Oh, die ersten waren schon in der Box. Hm.
Ich glaube, Hamilton ist da gerade. Kann auch Rosberg sein, man weiß es gar nicht so genau. Ja, wir schauen mal, was möglich ist. Momentan sind wir unglaublicher Fünfter, also... Ist natürlich dem Boxenstopp geschuldet, den die anderen gemacht haben, aber das spielt ja erstmal keine Rolle. Weil wenn jetzt der Safety-Car kommt, wären wir auch wieder Siebter und wir wären sofort dran. Also das wäre jetzt auch nicht so schlecht. Ja, Hamilton ist das. Der hat natürlich Pech im Verkehr. So. Ah, Hamilton kommt langsam vor. Eine Runde müssen wir noch, bevor es dann endlich in die Box geht, in die erhoffte. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Ja, der DRS, was willst du da machen? Ja, gut, das war Schrott. Ja, ich hätte ihn fahren lassen sollen. Hamilton doch nochmal kriegt, hätte ich jetzt gar nicht mitgedacht. Oh, Hamilton hat sogar fast... Okay, der Motor wird jetzt deutlich angeschlagen, nur damit du Bescheid weißt, aber wir behalten das im Auge. So, das fette Gemisch. Warum das fette Gemisch? Einfach, weil wir ein bisschen Vorsprung in der Box brauchen. Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Oh, nimm uns des Dings. Maxi. Alter, Hamilton ist uns reingefahren. Ja, der fährt zickzack, das ist überhaupt Box, gar nicht erlaubt. Box, Box. So, 80 haben wir genau geschafft. Damit du 2,8, naja. Immerhin vor Ocon noch. Aber wir sind 17. Der Tempomat. Ich vergesse es immer. Ich muss den Tempomaten ausmachen. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Ja, hinter uns ist jetzt Magnussen. Ja, jetzt sind wir natürlich da, wo ich uns am ehesten vermutet hätte. Die anderen müssen jetzt auch in die Box. Das muss man natürlich auch noch sagen. Ja, wir gucken mal, was möglich ist. Plus 20,5 durch den Boxenstopp. Also... 20,5 Sekunden hat der Boxenstopp gekostet. Ja, wir sind zu angeschlagen, glaube ich.
Aber wie gesagt, letztendlich Platz 13 ist das Ziel. Ich glaube aber, das schaffen wir nicht. So, unser Teamkollege ist in der Box. Boxengasse. Oh, da war jemand. Con. Ja, wir gucken mal, was drin ist. Wir werden Plätze verlieren, das ist klar. Ja, hinter Kwiat. Hinter Kwiat reihen wir uns ein. 13. Das ist sehr suboptimal.